Pika, 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 Pikachu. Leute, war das gut? Willkommen zurück zu Meisterdetektiv Pikachu auf Pikachu-Sprache. Nun, Leute, dieses dritte Kapitel ist schon sehr interessant. Klingt ein bisschen trocken, PCL, ein Forschungsinstitut. Aber wir streunern so ein bisschen hier herum, um mal die Karte zu zeigen. Ja, das sind die Räume und die Rezeption, also ganz unten, und die Räume links unten. Die beiden haben wir schon erkundet. Jetzt geht's als nächstes hier rein. Und wir suchen ja nach einer Ampulle, wie wir sie in der Lichtelhöhle gefunden haben. Ja. Die Tür ist verriegelt. Dem Raumplan nach liegt dahinter das Büro der Leiterin des PCL. Sieht so aus, als kämen wir da erst rein, wenn Dorothy zurück ist. Da hat sich das ja erledigt. Ganz kurz nochmal schauen. Also rechts ist dieser Garten, der uns zu dem anderen Sektor führt, aber um dahin zu kommen, müssen wir erstmal ein Rätsel lösen, hieß es. Ich schätze, da kommen wir in diesem Raum weiter voran damit, ja. Da ist ein Projektor. Kaffee. Oh, Pikachu. Hier steht ein Becherglas. Ja, irgendjemand benutzt dieses Ding offenbar anstelle einer Kaffeetasse. Alter, wie dumm. Werdet euch doch wohl eine verdammte Tasse leisten können. Ich würde da nicht draus trinken aus so einem Messbecher da. Hier arbeiten offenbar zwei Spaßvögel, denen es völlig egal ist, woraus sie trinken. Leute gibt's. Aber ganz verrückte Forscher kann ich mir echt so vorstellen. Na denn? Eine Kaffeemaschine. Dieses Aroma entspricht leider nicht meinen Erwartungen an guten Kaffee. Bleh. Das war alles, was du dazu sagen möchtest? Okay, wenn du meinst. Und hier kann man sich... Ich will erstmal gucken, wie viel es gibt. Folgendes anschauen. Eine Tabelle. Das muss das Rätsel von Wallace sein. Lass es uns lösen. Ich mag solche Spielchen. Ich habe es gleich mal abgeschrieben. Frage. Wie lautet der Zugangscode? Das weiß ich doch nicht. Nanu, neben der Tabelle steht noch was. Was? Echt? Lass mal sehen. Untersuche die Zierpflanze. Was meinst du, ist das ein Hinweis? Dieser Welle scheint mir ein ziemlich komischer Kauz zu sein. Erinnert mich an den Rätselmeister Pyro. Vor allem, wie er im Pokémon-Anime vertreten war. Der siebte Orden in Kanto. Ja, ich weiß nicht, ob die anderen jetzt relevant sind für das Rätsel. Ich lese es mir trotzdem erstmal durch. Hier haben verschiedene Leute Fragen und Bedenken hinterlassen. Über diese Tafel tauschen die Mitarbeiter offensichtlich ihre Meinungen aus. Nice, nice. Immer einen schönen Brainstorm machen hier. Da steht, das seien die neuesten Daten aus der Pokémon-Forschung. Die wird Dorothy hier angebracht haben, damit jeder einen Blick drauf werfen kann. Also unrelevant für uns. Das sind Diagramme und Thesen zu verschiedenen Forschungsthemen. Es ist alles in der Fachsprache verfasst. Ich verstehe nur Bahnhof. Gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Zierpflanze. Ist das die einzige hier oder steht da noch was rum? Das ist die einzige hier. Auf der Tafel stand, wir sollten die Zierpflanze überprüfen. Aber ich kann leider nichts Verdächtiges daran erkennen. Das ist bestimmt nicht die einzige Zierpflanze, die es hier gibt. Suchen wir weiter. Bin ich gerade am Überlegen. Am ehesten im Foyer, oder? An der Rezeption. Das checken wir aus. Da stand eine Pflanze. Ich glaube, ich konnte die sogar nicht ansprechen. Auf die Zunge gebissen gerade. Ja, konnte ich nicht. Jetzt kann ich's. Nichts Ungewöhnliches hier. Ja, sieht so aus. Bitte. Das sind eher Blumen als Pflanzen, wobei sich über die Definition jetzt auch gestritten werden darf. Aha. Hier gibt es nichts von Interesse. Unter dem Topf ist auch nichts. Ernsthaft? Hier ist vielleicht noch eine. Aber die kann ich nicht anquatschen. Vielleicht weiß sie mehr dazu. Hallo Tim und Pikachu, wie läuft die Arbeit? Nicht so gut. Wir kommen nicht in den Garten, weil Wallace die Tür abgesperrt hat. Ach, dieser Wallace schon wieder. Da musst du wohl den Zugangscode herausfinden oder auf die Leiterin warten. Fridge. Was halten Sie von Fridge? Das ist der eine Wissenschaftler, dieser crazy Typ. Er ist sehr nett, vielleicht wirkt er etwas direkt und manchmal auch ein bisschen schusselig, aber in Wahrheit ist er ein gewissenhafter und mit viel leidenschaftlicher Forscher. Was für ein Mensch ist Dorothy, die Leiterin des Instituts?
Dorothy wirkt auf den ersten Blick etwas einschüchternd, ist aber eigentlich sehr nett. Du brauchst also keine Angst vor ihr zu haben. Einige der Mitarbeiter hier sind etwas eigensinnig, weißt du? Komisch sind die. Verrückt. Im wahrsten Sinne, ne? Verrückt. Deshalb bemüht sie sich wahrscheinlich, etwas strenger aufzutreten. Ja, komm, man muss halt auch ein bisschen... Ne? Wie sagt man? Nicht Angst. Angst ist auch das falsche Wort. Respekt. Man muss sich halt auch ein bisschen Respekt, sag ich mal, erarbeiten, mehr oder weniger. Gab's hier Zierpflanzen? Wo sonst, würde ich sagen. Ja, in der Tat. Eine gewöhnliche Zierpflanze. Sieht so aus, nichts Auffälliges hier. Ihr untersucht die auch richtig, ja? Da ist noch eine. Pikachu, hier ist ein merkwürdiger Zettel. Super, da sind ja einige Symbole drauf zu sehen. Was hat das wohl zu bedeuten? Hier steht, Kreis ist gleich Potrot, Dreieck Rotom, Viereck Phönix. Ja, und das Parallelogramm, sag ich einfach mal, ist Tromborg. Und das Dreieck Floette. Beziehungsweise es ist auch ein Dreieck, halt das umgekehrte Dreieck, sag ich mal. Und der Stern Deponitox. Das hängt bestimmt irgendwie mit dem Rätsel zusammen. Nehmen wir es mit. Wie gibt man den Zugangscode eigentlich ein? Mal sehen, ob es bei der Tür zum Garten irgendein Eingabegerät gibt. Ja, und hier stehen ja auch die Infos. Jetzt bin ich mir aber echt nicht im Klaren, wie uns das weiterhilft, konkret. Ach, da steht jetzt einfach nur die Pokémon-Namen. Sieh mal die Knöpfe. Der Zugangscode besteht also nicht aus Zahlen, sondern aus Symbolen. Wenn wir die Symbole in der richtigen Reihenfolge eingeben, sollte die Tür aufgehen. Genau, fragt sich bloß, was die richtige Abfolge ist. Aha. Die Symbole auf dem Zettel, der im Archiv versteckt war, sind identisch mit jenen auf den Tasten dieses Bedienfeldes oder Eingabefeldes. Jetzt müssen wir nur noch die Tabelle von Verdes mit dem richtigen Pokémon ausfüllen. Hol deine Notizen zu unseren Ermittlungen raus und löse das Rätsel. Moment, Moment. Muss man denn alle eingeben, dann kommt es ja nur auf die Reihenfolge an. Oder muss man nur, ich sag mal, irgendwo stehen bestimmte Namen und die muss man eingeben. Ich brauche noch mehr Details. Wir haben genügend Informationen, um das Rätsel zu lösen. Probier's doch einfach mal. Ich gehe auf Ermittlungen und schau, was er mir vorschlägt. Ach! Welches Pokémon gehört an welche Stelle? Ja, ohne Momento. Warum sind da Häkchen bei Elektro und Geist? Ah, jetzt macht's Sinn. Aber es sind so viele. Elektro und Geist ist doch Rotom. Now why do you think that? Geist und Pflanze ist Tromborg. Aber wie komme ich denn auf den letzten? Da ist überhaupt nichts. Naja, da geht's ja noch weiter. Das sieht man gar nicht. Unten steht noch Feuer. Dann ist Phönix. You think that's right? Okay. Now I see. The Pokémon's types were the key all along. All we need to do now is compare it with the chart. Let's go and enter the passcode. Wo hat er nur diesen Zettel her, wo drauf steht Elektro, Haken und so weiter und so weiter. Der Code lautet Dreieck, Stern, Parallelogramm, Viereck. Ja. Also Dreieck, Stern, Parallelogramm, wobei es ist ein Parallelogramm in der Tat. Viereck. Aber es ist gleichzeitig auch ein Quadrat und ein Rechteck. So müsste es passen. Korrekt. Super, Tim. Jetzt können wir in den Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. It worked. Wow. Potrot, ein in sich gekehrter Geselle. Tromborg, alter Gartenriese. Paragoni liebt den Garten. Phönix knabbert gern an Zweigen. This is amazing. Yeah.
und die leben alle hier ganz friedlich zusammen, wie bei Professor Eich. Ich sehe da Parallelen. Auf der anderen Seite des Gartens ist Trakt B. Dort gibt es bestimmt weitere Mitarbeiter. Tu so, als wärst du hier, um dich vorzustellen, während wir heimlich nach Ampullen suchen. Ich werde mir Mühe geben. Was meinst du, was wer das für ein Mensch ist? Du siehst ja, was der für Sachen anstellt. Der führt bestimmt nichts Gutes im Schilde. Also, bist du bereit? Vergiss nicht, nach Ampullen Ausschau zu halten. Und ich quatsch mit jedem hier. Naja, vielleicht sind die nicht ganz so gesprächig, weil so viele sind. Pfingst, Pfingst. Hui, da ist aber jemand gut drauf. Pfingst, Pfingst. Stimmt, heute haben wir wirklich ein herrliches Wetterchen. Lol. Hast du schon mal so eine Ampulle gesehen? Pfingst. Was? Die Ampulle können wir ruhig behalten, ich wollte sie dir auch gar nicht schenken. Aber wenn sie dir nichts sagt, ist es auch in Ordnung. Ich hätte nicht erwartet, in einer Einrichtung wie dieser so einen tollen Garten zu finden. Thanks. Trombok und Fluette helfen also bei der Pflege des Gartens, das machen sie aber gut. Jetzt, das ist ein offener Garten, oder? Hier kann es so reinregnen. Ja, offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das dann intelligent gemacht ist, dass du, wenn du zu Trakt B möchtest, durch den Garten gehen musst. Kannst dir einen Schirm mitnehmen. Aber jetzt auch ein bisschen... Die sind ja trotzdem aneinander liegend, oder? Nicht wirklich, doch nicht. Hätte man trotzdem vielleicht so bauen können. Jetzt nicht vom Spieler, sondern vom Architektonischen. dass man, ja, nicht dringend muss. Ne? Dieser Baum trägt keine Beeren. An diesem Baum hängen reife Beeren. Und die nehmen wir auch nicht mit, weil wir spielen kein RPG. An diesem Baum hängen reife Beeren. An diesem Baum hängen reife Beeren. Übrigens habe ich mir über die Genre-Zuordnung dieses Spiels Gedanken gemacht. Wenn man das klassisch unterteilt, dann muss man das hier als Adventure bezeichnen. Auch wenn der Begriff Adventure vielleicht nicht mehr so zutrifft, weil es hier nicht Action ist. Aber es gibt ja sowohl Adventure als auch Action-Adventure. Zum Beispiel The Legend of Zelda zählt oftmals als Action-Adventure und nicht so unbedingt als RPG. Weil ein RPG ist ja eher sowas wie... Oder die Core-RPGs sind was wie Final Fantasy oder... Super Mario RPG oder Pokémon Edition, ja. Schlüpfst in eine Rolle, levelst, verbesserst dich und so weiter. Und kriegst immer stärkere Gegner. Und das ist eigentlich so ein typisches Adventure. Die gab es zu Urzeiten schon. Da waren die meisten Adventures Point-and-Click-Adventures. Ja? Nicht Super Monkey Ball. Secret of Monkey Island und solche Geschichten. Was neu kam mit Edna bricht aus und all diese Geschichten. Also man muss dieses Spiel als Adventure einordnen. Aber das kann man längst nicht mehr so einfach in die Schublade stecken, nicht wahr? So, mit Pfingst haben wir geredet. Ja, ja. Portrait. Hallo, wie geht's? Du wirst uns hier ab heute öfter zu Gesicht kriegen. Was ist Nina für so eine Art Mensch? Pot, Pot. Aha, die wird also immer etwas mulmig, wenn sie dir Bären in deine Schale steckt. Aber dir gefällt, dass sie immer Zeit hat, um sich mit dir zu beschäftigen. Hast du schon mal so eine Ampulle gesehen? Pot, Pot. Sie ist etwas klein für eine Schale, sagst du? Naja, das ist ja auch gar keine Schale, sondern... Ach, auch nicht so wichtig. War mir fast klar, dass die keine große Hilfe sind hier. Komm. Hey, Großer, alles klar bei dir? Hast du zufällig schon mal so eine Ampulle gesehen? Trom, Bock. Nina benutzt ganz ähnliche... Spitze, das ist ein extrem hilfreicher Hinweis. Freu dich nicht zu früh, ähnlich muss noch nichts heißen. Lass uns erstmal überprüfen, wie viel an diesem Hinweis wirklich dran ist. Trotzdem danke. Ein hübscher Garten ist das hier, in so einer grünen Umgebung lebt sich bestimmt gut. Trom. Ach, du pflegst ja also die Bäume, ja? Trom. Sie liegen dir so am Herzen, dass du mit Leib und Seele bei der Sache bist. Und Paragoni hilft dir auch dabei. Na, diese Bäume haben es wirklich gut. Das ist irgendwie schön. Also alles ist so idyllisch in diesem Spiel. Was haben wir hier? Ein Wassertank. Ob darin wohl Wasser zum Gießen der Pflanzen aufbewahrt wird? Auf jeden Fall. Paragoni. Hallöchen. Hast du schon mal eine Ampulle wie diese hier gesehen? Paragoni. Wie, du hast tolle Infos für uns? Es gibt nichts Besseres als ein Nickerchen auf der Gartenbank. Ich hatte dich eigentlich nach der Ampulle gefragt, aber dazu weißt du wohl nichts. Was für ein herrlicher Garten. Paragoni.
Du kümmerst dich gemeinsam mit Trombok um Flatter und den Garten? Deshalb sieht er also so gepflegt aus. Würde man sagen, wir gehen weiter, oder? Auch auf den Bänken können wir nichts machen. An den Bäumen sind Beeren oder doch keine Beeren. Also ab nach Trakt B. Klavion. Auch wieder drei Räume. Ich sag erstmal dir Hallo. Der ist episch. Klavion, Schlüsselliebhaber. Er mag keine Schlüssel, er ist ein Schlüssel. Ein Schlüsselbund. Ja, stimmt, deswegen ist er ein Liebhaber. Hallo, heute ist unser erster Arbeitstag hier. Auf gute Zusammenarbeit. Klavion. Nanu, warum denn so misstrauisch? Klavion. Wir müssen dringend in den Lagerraum. Er befindet sich doch hier in Trakt B, oder? Klavion! Wie, du hast den Schlüssel zum Lagerraum, weigerst dich aber, uns reinzulassen? Verstehe, du lässt also nur Leute rein, denen du vollkommen vertraust. Ja, wie, komme ich in dein Vertrauen, du Fisch? Komm schon, uns kannst du ruhig trauen. Wir arbeiten schließlich hier. Klavion! Verstehe, und was müssen wir tun, damit du uns vertraust? Ein guter Anfang wäre es, wenn wir Potrot dazu kriegen, dir Saft zu machen. Aber du willst nur Saft, keine Medizin. Mehr will es nicht. Es scheint Potrot ja ziemlich zu vertrauen. Nein, Tim. Diesen Sinnesmal verdanken wir einzig meinem Verhandlungsgeschick. Okay, Klavion, wir bringen dir deinen Saft. Klavion, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Und falls jetzt einer sagt, das ist von Zelda Link's Awakening. Ja. Zelda Link's Awakening hat das von den Fantastischen Vier. Gehören deine Schlüssel eigentlich alle zu Räumen hier im PCL? Klavi. Das versteht sich doch von selbst, meinst du? Und du sagst, du hast einen Schlüssel für jedes Schloss in diesem Gebäude? Klavio! Sogar einen Schlüssel zum Büro der Leiterin. Wow, beeindruckend. Klavio. Was sagst du da, wirklich? Es meint, die einzigen Türen, die es nicht öffnen kann, seien die zum Garten. Offenbar ist es völlig frustriert, dass sie sich nur per Zugangscode öffnen lassen. Irgendwie ist das doof. Kriminelle Elemente müssen doch einfach nur ein Klavion vergewaltigen. Ein Klavion einfach nur benutzen und gewaltsam dazu bringen und du kannst die Schlüssel damit aufschließen. Andererseits ist ein lebender Schlüsselbund doch immer noch besser als ein nicht lebender Schlüsselbund, was die Verteidigung angeht. Oh Mann, man kommt auf Gedanken bei diesem Spiel. Die Tür ist verschlossen. Wir müssen Klavion Saft von Potrot bringen. Ja. Hier geht's rein. Carlos Labor. Noch ein neues Gesicht. Ja. Na, hallöchen! Rotom macht, was es will. Oh, hello there. Is this your room? We just started working at this laboratory today. Nice meeting you. Roto. Carlos Hernando, okay, Forscher im PCL. I see now. Oh. Well, hello. Oh, sorry we barged in. I'm Tim. Today's my first day here at work. Oh, that's right. I heard you be coming. I'm Carlos. And this here is my partner, Rotom. Rotom! Nice to meet you both. What kind of research are you doing, Carlos? Ah, I'm researching energy. Building a motor like this one. An efficient motor that can take a tiny amount of power and turn it into much more. For real? Is it possible? Yes. If we can figure out how to borrow some of Rotom's energy. I hope you can learn how to do that. Is this the prototype? Oh, that one? Actually, it really should work, in theory. Is there a problem with it? Well, Tim, I'll let you see for yourself. Rotom, go ahead and get into this motor. Now. Rotom! Huh? As you can see here, this Pokemon doesn't want to listen to anything I say. Rotom! How do you manage to get any research done at all? Tja, lustig. Aber so ist halt Rotom, ne? Rotom ist sehr unberechenbar. Hat mich schon gewundert, dass der gehorcht und mitarbeitet, aber ja, dann hat sich's ja mal wieder gezeigt, der Charakter, den ich mir vorstelle bei diesem Pokémon. Was gibt's denn hier Feines? Was ist das? Fass das lieber nicht an.
Das sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Die wird bestimmt gebraucht, um die Forschungsgeräte richtig einzustellen. Und das? Was haben diese Ampullen hier verloren? Sehr seltsam. Sieh mal, Pikachu! That's the wrong one. Sorry about that. Oh, und ich dachte schon. Ich dachte schon. Was ist denn dieses viereckige Ding? Ein Ersatzteil vielleicht oder irgendein Prototyp, wer weiß. Carlos führt sicher viele Versuche durch. Carlos. Hier steht was. Gefährlich. Carlos meinte, dass er an Motoren erforsche. Wundert mich. Ja, es wundert mich daher nicht, dass hier jede Menge gefährliches Zeug rumliegt. Fass das lieber nicht an. Unwichtig also? Vielleicht muss man trotzdem alle Ampullen irgendwie mal angesprochen haben, angetippt haben. So. Im Abfalleimer liegt eine Batterie. Tim hat sie an sich genommen. Batterie. Du hast Welles Rätsel also geknackt. Hut ab. Wie war doch nochmal dein Name? Tim. Tim Oatman. Freut mich, Tim. Ebenfalls. Rotom ist also ihr Forschungspartner. Ja, wie man's nimmt. Rotom kann in Maschinen eindringen und diese kontrollieren. Aber wie du eben gesehen hast, zeigte sich leider alles andere als kooperativ. Deshalb versuche ich, Rotom besser zu verstehen. Ich rede zum Beispiel viel mit ihm, aber ich weiß auch jede Menge Bücher. Als sie gerade reinkamen, schienen sie sehr in ein Buch vertieft zu sein. Ja genau, ich hab's mir aus dem Archiv geliehen. Rotom und Elektrizität? Exakt, mit Pokémon vom Typ Geist liege ich meistens auf einer Wellenlänge. Aber bei Rotom will der Funke einfach nicht überspringen. Vielleicht liegt es daran, dass es zusätzlich dem Typ Elektro angehört. Deshalb wollte ich mich ein wenig in das Thema einlesen. Ich hoffe, Sie und Rotom werden bald dicke Freunde. Ja, man kann auch so Freunde sein, ohne dass man, sag ich mal, seinen eigenen Kopf verliert. Wie kam es dazu, dass du Carlos Forschungspartner wurdest? Rotom sagt, wir hätten da was falsch verstanden. Es meint nicht, der Partner von Carlos zu sein, sondern sein gütiger Gebieter. Pff, bei dem ist echt eine Sicherung locker. Lol. Hast du denn gar kein Interesse, Carlos bei seiner Forschungsarbeit zu helfen? Rotom? Hä? Was für Forschungsarbeit? Na, die von Carlos! Es sagt, es hab keinen blassen Schimmer, wovon ich rede. Offensichtlich denkt es nicht mal im Traum daran, Carlos zu helfen. Das ist sad. Wir haben eine Batterie, aber was kann ich denn da tun? Vor allem sehe ich jetzt nicht wirklich mehr. Wir sollten erstmal weitere Räume erkunden, so denke ich. See you later, Alligator. Zumal es der letzte Raum ist. Was gibt's? Hey, Klefki! I got a question for you. Could I use this key? Hey, knock it off, that hurts! My negotiation skills didn't work at all. That was a tough one. Okay. Und dieser Raum noch. Zwei sind verschlossen. Welles Labor. I see you figured out the passcode. Welles Carroll, Forscher am PCL. I thought it'd be beyond you, but you've passed the test. I'll give you that much credit. So, welcome to my laboratory. Who's this weirdo? You must be Wallace. It's nice to meet you. Let me know if I can help you with anything. Great. I'll do that. However, since I'm researching Pokémon cells, I'd prefer it if your healthy-looking Pikachu helps me out with something. Do what? Do you think he would be willing to soak in a tank for about a month or so? No way. I think that's a little... I'm just joking. Not funny at all! Ja, doch. Ein bisschen, ne? Ja, dann hi. Durchaus beeindruckend, wie du mein Rätsel gelöst hast. Du hast mehr drauf als erwartet. Tim Oatman war der Name, richtig? Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Oatman, den Namen habe ich doch jetzt kürzlich in der Zeitung gelesen.
Sorry. Ach, wirklich? Oddman ist eben ein sehr geläufiger Name. Tim, hättest du dir nicht einen besseren Decknamen einfallen lassen können? Den hast du dir doch überlegt, Pikachu. Oh, Tatsache. Womit genau befassen Sie sich im Rahmen Ihrer Zellforschung? Monozyte und Mitodos können in jeder beliebigen Umgebung überleben. Ich versuche herauszufinden, worin dieser Umstand begründet liegt. Können Sie mir mehr über die Pokémon Monozyte und Mitodos erzählen? Monozyte und Mitodos sind zwei Arten von Pokémon, die telepathisch kommunizieren. Ich versuche, ihre Signale ebenfalls zu empfangen, aber bisher leider ohne Erfolg. Menschen sind dazu vielleicht einfach nicht imstande. Mhm. Was war das jetzt für ein krasser Tipp? Aha, noch mehr Ampullen. Vielleicht. Da stehen einige unterschiedliche Pflanzen. Das ist wohl ein Experiment, wie sie sich in verschiedenen Umgebungen entwickeln. Alright. Hier sind die Ampullen. Haben wir noch was? Eine Waage. Experimente erfordern wohl eine hohe Präzision. Wir kriegen die richtigen Ampullen, wenn dann erst im letzten Raum, den wir betreten. So viel sei schon mal gesagt. Das wäre zumindest meine Annahme. Und ich habe allen Grund zu dieser Annahme. Sprühflaschen? Sieht so aus. Vermutlich, um Pflanzen verschiedenen Bedingungen auszusetzen. Und hier noch was? Nein, das ist unwichtig. Eine Ampulle. Sieh dir die mal an, Pikachu. That's the wrong one. Sorry about that. Ja. Wozu braucht er immer Pikachu, um die zu vergleichen? Kann man das nicht selbst? Ja, wir können mit den einzelnen Pokémon reden. Aber die Partlänge ist wieder erreicht. Deswegen machen wir ab hier im nächsten Part weiter. Ne, seid dabei. Daumen hoch oder Daumen runter. Meisterdetektiv Pikachu wird immer bunter. Bis dann und ciao.